Hi! Heute gibt's diesen Look. Und zwar ist das der Prinzessinnen-Look. Seht ihr, ich habe auch so ein Pseudo-Krönchen. Das glitzert auch. Toll, oder? Ist ja genau mein Ding. Jedenfalls habe ich das nicht alleine gemacht. Ich habe mir da jemanden zur Seite geholt, der meiner Meinung nach also das echt drauf hat. Entschuldigung, mit dem Schminken und Make-up technisch und alles. Und ich muss dazu sagen, sie war auch die allererste, die ich hier bei YouTube entdeckt habe. Also das war so im Dezember. Und ich wusste gar nicht, dass das hier so ein Ding ist, was auch noch andere machen. Also wie gesagt, sie war die erste und ich finde, sie macht das ganz, ganz toll. Und sie wird euch auch einen Look dazu schminken, auch einen Prinzessinnen-Look. Und da freue ich mich total drauf, weil ich habe selber auch noch nicht gesehen. Ja, und zwar ist das die super, wunderhübsche, liebe Jana, aka Lebe lieber kreativ. Ich verlinke irgendwo ihr Video hier. Keine Ahnung. Wird sich dann zeigen. Seht ihr dann? Ich verlinke es auch nochmal in der Infobox und schaut euch ihre Videos mal an. Sie ist super, super kreativ und also sie hat es wirklich drauf. Und das ist nicht nur so dieses Pseudo drauf, sondern sie hat es echt einfach mal drauf. Und ich finde jeden Look super anders und total kreativ und total toll. Also ja, Daumen hoch und sie schminkt auch einen Prinzessinnen-Look. Und da freue ich mich, wie gesagt, total drauf. Und ich fange jetzt einfach mal an, bevor ich jetzt hier noch weiter 10 Stunden laber. Also, wie ihr seht, habe ich natürlich mit Gold und Pink gearbeitet. Im Innenwinkel habe ich Gold und hier so ein Pink. Ja, die Nägel. Ach so, ja, das wollte ich noch ganz kurz sagen. Das ist der geilste Nagellack, den die Welt überhaupt jemals gesehen hat. Und zwar ist der Pink mit so Goldschimmer. Also, je nachdem, von welcher Seite ihr guckt, changiert der Gold. Wie geil ist das denn bitte? Der ist von 11 Farbe. Korall, glaube ich. Wenn ich mich irre, dann schreibe ich das nochmal in die Infobox. Ja, ist eine super tolle Farbe. Schaut da einfach mal vorbei bei 11. Ja, geschminkt habe ich das mit den Crema Lips Lidschatten, die ich auch ganz, ganz super finde. Für den Innenwinkel habe ich die Farbe Goldschimmer genommen. Weil wie könnte es anders sein für eine Prinzessin, als mit Gold und Pink da was zu machen. Jetzt brauche ich mal. Ich muss mal gucken, ob ihr mich überhaupt seht. Ja. Jetzt habe ich einfach ein bisschen von dem Gold genommen. Entschuldigung. So, und gebe das in den Innenwinkel. Lidschattenbase ist schon drauf. Und auch so ein bisschen runter. Das ist so eine geile Farbe. Ich habe mir schon unendlich lange mal ein deckendes Gold gewünscht und ich hatte mir ja dieses von Basic Concept da gekauft und ich muss sagen, das war mir zu durchsichtig. Also das war einfach nur wie so ein leichter Schimmer. Das war aber nichts Goldenes oder so. Und die Farbe hier von Crema Luxe finde ich super. So, damit gehen wir jetzt, wie gesagt, auch so ein bisschen runter, so wie hier. So. Dann nehmen wir die Farbe, beziehungsweise ich. Ihr könnt einfach irgendwas Goldenes nehmen. Ich glaube, von Manhattan gibt es einen schönen goldenen Lidschatten. Und ich nehme jetzt für den äußeren Winkel Pink to Gold. Also ich glaube, das ist wirklich der prädestinierte Lidschatten. Den gebe ich dann auf den äußeren Winkel. Und die muss man gar nicht so super miteinander verblenden, weil der Pinke sowieso ins Goldene geht, also so changiert. Ähnlich wie der Nagellack. Deshalb ist das ganz, ganz einfach, damit zu arbeiten. Also man denkt sowieso optisch, dass das Gold mit dem Pink super verblendet wurde. Ruhig ein bisschen. Also wie gesagt, ihr könnt einfach einen goldenen Lidschatten nehmen und einen pinken. Und Pink gibt es ja also wirklich von jeder Marke, glaube ich. Oder in der 120er Palette sind auch wunderschöne Pinktöne. Das ruhig kräftig. Weil unsere Prinzessin hat heute auch nur Gold und Pink. Und sie hat jetzt auch nicht irgendwie groß in der Lidfalte gearbeitet, weil das ist viel zu. Das brauchen wir nicht. Wir arbeiten nur auf dem beweglichen Lid heute. So. Nur halt die Kanten so ein bisschen verwischen, damit das nicht so abgehackt aussieht. Ja, ich glaube, das sieht man schon ganz gut. Vielleicht noch ein klitzekleines bisschen.
So. Und unsere Prinzessin? Doch, habe ich mit. Okay. Hat einen ganz dicken Lidstrich. Seht ihr das? Hier habe ich auch einen dicken. Und zwar nehme ich dafür Summer of Love 03 Black Magic Woman. Hier oben ist auch noch so ein schwarzer Lidschatten, den brauchen wir jetzt aber nicht. Und der ist super. Also den habe ich auch in Braun. Wieso auch immer. Eigentlich mache ich mir selten braunen Lidschatten, aber Lidstrich, aber okay. Nein, nicht in die Wimpern. Oh, jetzt habe ich die ganze Zeit zugedeckt, ne? Also wer mag, kann natürlich jetzt den Lidstrich auch in den Augenwinkel ziehen, aber das mag ich ja, wie ihr wisst, nicht so gerne. Deshalb reicht mir das jetzt einfach so. Ja, das Häkchen ist jetzt von selbst entstanden. Das war jetzt nicht unbedingt geplant, aber da war das genau der gleiche Fall. Deshalb habe ich es jetzt einfach mal gelassen. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen langweilig, ne? Weil wir sind ja eine Prinzessin und wir sind natürlich ganz schicki-schicki. Und deshalb nehme ich von Essence das Glitter Algil. Das ist so ein Gold-Silber-Glitzer-Zeugs. Und das gebe ich mir so ein bisschen auf die Hand. Muss mal gucken, ob ihr das seht. Das ist echt klasse. Und gehe damit so in meinem Eyeliner-Pinsel rein. Und dann mache ich das unten drunter. Also es ist natürlich ein sehr kitschiger Look, ne? Vielleicht mit dem dicken Lidstrich auch nicht unbedingt was für den Tag geeignet. Aber das ist ja immer, also ist ja jedem selbst überlassen. Ich kriege es jetzt irgendwie nicht vernünftig aufgetragen, aber doch jetzt. Seht ihr das? Das glitzert total schön. Also das finde ich jetzt echt. Das kann man auch, also natürlich nicht tagsüber, aber ich finde, das ist zum Beispiel für die Disco ganz, ganz toll, weil dann man das funkelt so ein bisschen in den ganzen Lichtern und reflektiert total schön. Das finde ich echt nicht schlecht. So. Mit dem Gold hier so ein bisschen ineinander. Das war's. Das ist eigentlich ganz schnell, wie ihr seht, gegangen. Oh nein, ich hab. Ach Mist, na egal. Ja, und weil ja immer alle meckern, dass ich mir die Wimpern immer erst danach tusche, beziehungsweise nicht danach tusche, sondern zuerst, Entschuldigung, habe ich sie jetzt mal nicht getuscht auf der Seite, aber ich habe sie schon mal mit der Wimpernzange vorgebogen. Jetzt muss ich mal kurz. Jetzt habe ich auch schon ein bisschen Eyeliner dran. Ich nehme die Art Deco. Aber das werde ich halt nicht in jedem Video machen. Ich möchte jetzt halt einfach nur zeigen, dass ich die wirklich so tusche, wie ich das in dem Video ja, über meine Wimpern halt oft getuscht habe, weil ich habe einige Kommentare bekommen, dass ich das ja nicht wirklich so machen würde und irgendeinen Geheimtrick hätte und so. Und das ist ganz bestimmt nicht der Fall. Deshalb tusche ich das jetzt nochmal so für euch. Also, ich werde das auch gleich noch ein bisschen stärker machen, aber ich denke, so zur Demonstration ist das okay so. Ich mag das ja gerne, wenn die Wimpern richtig stark getuscht sind. Ich mag ja auch Fliegenbeine gerne. Irgendwie kann ich heute nicht so richtig sprechen. So. Mal gucken, ob ich gleich so rausgehe. Ich glaube, das Glitzer mache ich dann doch noch ab. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Ja, auf die Lippen. Was wäre besser geeignet als Supergirl? Ich wusste doch, dass der Supergirl heißt. Der ist von Essence. XXXXX
L-Schein. Aber nur so ganz leicht. Nicht übertreiben. Ja, und jetzt habe ich natürlich den Pinsel vergessen. Ich habe nämlich das Rouge Candy. Das ist nämlich gar kein Lidschatten, ich Depp. Ich habe nämlich beim Thema Lux Lidschatten Video gesagt, dass das ein Lidschatten ist. Das ist kein Lidschatten, das ist ein Rouge. Heißt Candy, das ist dieses ganz schimmernde Helle. Ja, ich habe jetzt keinen Pinsel mit, aber egal. Das gebe ich jetzt mal mit dem Finger auf die Wangen. Funktioniert auch. Für so einen leichten Glow. So. Na, ich bin mal echt gespannt, was Diana macht. Wimpern noch ein bisschen tuschen. So. Ja. Ja, das war's eigentlich. Ich muss mal kurz gucken. Ob ihr das seht? Gold, Pink. Unten Wimpern nur getuscht. Und ja, seht ihr dieses Glitzer da unten? Ja. Schön, ne? Das finde ich echt toll. Also das kann ich euch echt nur ans Herz legen. Es ist im Auftrag ein bisschen schwieriger, aber es macht einen echt tollen Effekt. Vielleicht kann man das auch variabel oben machen, also oben als Lidstrich quasi. Funktioniert das sicher auch ganz gut. Müsst ihr mal gucken. So. Das war's jetzt so von mir. Das war mein, mein Prinzessinnen-Look, zu dem ich einige Anfragen hatte. Ich hoffe, der hat euch gefallen, euch beiden, die Anfrage hatten. Und wie gesagt, schaut bitte bei der Jana vorbei, weil ihr Look ist mit Sicherheit noch 100.000 Mal schöner. Und ja, genießt das Video, genießt ihr Video und wir sehen uns. Tschüss!